Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Donnerstag erscheint mit Titanfall der erste echte konsolenexklusive Kracher für die Xbox One. Der Freitag wird frustig, denn Dark Souls 2 kommt in den Handel. Ihr mögt Yoshi? Dann haltet euch fest, ebenfalls am Freitag kommt Yoshi's New Island für den 3DS. Das war es aber auch schon mit den Terminen. Wechseln wir zu den eigentlichen Gaming News der vergangenen Woche. South Park, der Stab der Wahrheit, welches am 6. Januar in Deutschland erscheinen sollte, wurde kurzfristig verschoben. So hat Ubisoft in Deutschland und Österreich nicht die gekürzte USK-Fassung ausgeliefert, sondern eine ungekürzte US-Fassung. Titanfall. Day One Patch wird 840 MB groß. Außerdem hat Respawn mitgeteilt, dass man vor Release spielen kann, wenn man eine Version ergattern kann, ohne einen Bann befürchten zu müssen. Außerdem wurde ein Season Pass mit 3 DLCs bestätigt. Ubisoft hat einen neuen Veröffentlichungstermin für Watch Dogs bekannt gegeben, so wird das Spiel jetzt am 27. Mai diesen Jahres erscheinen. Amy Hennig hat Naughty Dog verlassen, bei denen sie als Autorin der Uncharted-Spiele für deren Geschichte verantwortlich war. Sony hat nun bekannt gegeben, dass in Zusammenarbeit mit Sam Raimi eine Adaption von The Last of Us in die Kinos kommen soll. Microsoft hat nach dem Feedback von Respawn an ihrem Controller gearbeitet. Dieser bietet jetzt durch das Februar-Update präzisere Eingaben durch die Analogsticks. Rocksteady hat den letzten Teil der Arkham-Reihe angekündigt. Er wird voraussichtlich diesen Oktober erscheinen und Batman Arkham Knight heißen. Erstmals wird man mit dem Batmobil fahren können und die Last-Gen-Konsolen werden nicht mehr unterstützt. Plants vs. Zombies Garden Warfare unterstützt jetzt eine höhere Maximalstufe sowie mehr Münzen pro Spiel. Sony Computer Entertainment America Chef Jack Tratton ist zurückgetreten. Damit kommen wir aber auch bereits zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.